Da sind wir schon im siebten und letzten Teil, beziehungsweise achten Teil mit der Einführung, aber beim siebten und letzten Lehrschatz nach Großmeister Dan Gong Zhong. Und das ist sehr erstaunlicherweise, weil Lehrschätze bedeutet Qigong-Methoden. Es sind sieben Qigong-Methoden und die siebte Qigong-Methode ist Reise nach China. Abgefahren, oder? Also, wow, man denkt, man kriegt so dann eine weitere Qigong-Übung, stell dich an den Übungsplatz, halte deine Hände so, atme ein und aus und so weiter. Und dann als Qigong-Übung, China-Reise, hallo, in das Land sollst du? Auf gar keinen Fall, oder? Oder doch? Oder doch? Darum geht es heute. Warum China-Reise? Erstmal kann man sagen, die chinesische und die deutsche Kultur sind wie Yin und Yang. Also Chinesen, die nach Deutschland reisen, haben das Gefühl, ich bin hier auf einem anderen Planeten. Deutsche, die nach China reisen, haben das Gefühl, wow, ich bin hier auf einem anderen Planeten. Und ich denke, für beide Kulturen, die sie, wenn man sich gegenseitig besucht, austauscht, ist das wirklich eine extreme Erfahrung. Nicht extrem schlimm, aber extrem von anders, andersartig. Und da kann man auch fast sagen, es ist wie Yin und Yang. So viel ist gegensätzlich in den Kulturen. Und wenn wir eine China-Reise machen, machen wir eine globale Yin- und Yang-Verbindung. Das heißt, dass wir uns mit dem Gegensatz, mit einem kulturellen Gegensatz verbinden, aber nicht irgendeinem Gegensatz, Afrika, Australien, Südamerika, sondern eben China. China mit seinem Kulturschatz der chinesischen Medizin, vom Qigong und so weiter, gerade wenn man schon ein Qigong-Fundament hat und dann nach China geht, zum Beispiel mit mir zusammen auf eine China-Reise. Das heißt, Reise nach China, damit ist, das ist jetzt großer Hinweis, nicht eine Pauschalreise auf dem Yangtze-Kiang gemeint oder irgendwie mal eine Städtereise Peking, Hongkong, Shanghai in 4 Tagen, sondern damit ist gemeint eine Qigong-Reise mit normal, mit mir zusammen nach China und in den meisten Fällen dann Großmeister Dan Gong Zhong besuchen. Entweder in Shanghai, nicht im Wudang-Gebirge, nebelverhangene Berge und so üben, ein bisschen entspannen. Shanghai in der Großstadt oder Lushan. Lushan, das ist auch so ein Gebirge, so ein Kurort, ein kleiner. Aber auch da, es ist kein Kloster. China-Reise bedeutet nicht, in ein Räucherstäbchen vernebeltes Kloster reinzugehen und da um 4 Uhr morgens aufzustehen und ein bisschen Reis mit Gemüse zu essen, sondern das ist mehr wie eine Fortbildung oder ich würde auch sagen, man übt normalerweise morgens eine halbe Stunde stehen wie ein Baum. Das ist so der Klassiker in den letzten Jahren gewesen. Aber man übt nicht jeden Tag 6 Stunden Qigong-Übungen, so die 5 Übungen. Und von den 5 Übungen macht man normalerweise, wie ich eben schon sagte, normalerweise nur die Übung stehen wie ein Baum. Eine halbe Stunde aber dafür. Das heißt, solltest du mal jemals mit mir nach China mitfliegen, kannst du dich schon mal darauf vorbereiten und 2 bis 4 Wochen vorher schon mal ein bisschen die Stehübung üben. Dann wird es sehr viel entspannter vor Ort. Kann ich nur dringend empfehlen. Aber zur Not, du überlebst es. Man kann auch so dahin und dann macht man es so, wie man es kann. Aber diese China-Reise, die muss ja, wenn das eine Qigong-Übung ist, die dann normal, wenn man fragt, wie lange? Normal 14 bis 21 Tage, meistens so 17 Tage, weil man braucht 1 bis 2 Tage, um zu reisen und anzukommen und rückwärtig genauso. Das heißt, wir achten eigentlich schon darauf, dass man da 14 Tage echt vor Ort hat, so einigermaßen mit Jetlag schon klargekommen und so. Das heißt, normal planen wir so 17, 18 Tage ein. Und das ist so der Klassiker. Es kommt aber auch mal vor, dass man mal einen Monat rüberfliegt oder so. Das heißt, das ist jetzt, sind alles Angaben ohne Gewähr. Aber wir fliegen da jetzt nicht für 7 Tage mal eben rüber. Das findet auch nicht statt. Und vor Ort ist es im Moment so, dass da Massageausbildung in der Energiemassage Daigong Jirche angeboten werden. Die erste Stufe, sozusagen das ABC der Energiemassage, lernst du hier in Deutschland. Und die weitere Stufe, die 2. Stufe, die lernst du dann in China. Und da gibt es zuerst auch am Anfang erstmal eine kleine Prüfung von meinem Meister, ob du die 1. Stufe einigermaßen beherrschst. Aber keine Angst, es ist eine chinesische Prüfung. Das heißt, so wie ich es bislang erlebt habe, sagt er nicht durchgefallen, kriegst die Stufe nicht jetzt zurück nach Hause, bist hier umsonst hingeflogen, aber das Geld nehme ich gerne. Das passiert nicht, sondern die Prüfung, das bedeutet eigentlich, dass du nochmal Tipps kriegst, dass er sich anguckt, wie du massierst. Und wenn es da zu viele Fehler gibt und so, dass er dann vielleicht sagt, hier,
Lanping oder eine von den chinesischen Lehrern oder vielleicht auch ich als Lehrer lerne mit dem nochmal das in der nächsten Stunde noch, gehe das mit dem nochmal durch und dann ist alles okay. Also das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und dann lernt man die zweite Stufe da vor Ort. Das ist im Moment die klassische China-Reise. Es kann sich aber auch ändern, dass er sagt, wir fliegen mal 2 Wochen ins Fudan-Gebirge und werden da Qigong-Übungen machen. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber das sind so Überraschungen, wo ich sagen würde, denk nur an die China-Reise und vertraue darauf, dass das eine Übung ist. Die Inhalte sind zweitrangig. Ob du da ein Massagemodul lernst oder mit ins Fudan-Gebirge fährst, fliegst oder wie auch immer, oder noch ein ganz anderer Ort, oder einfach mit Meister dann zusammen Städte reisen, 2 Wochen, sich Baustellen angucken oder sowas, wo man denkt, das ist doch erstmal nichts, keine China-Erfahrung oder keine Qigong-Erfahrung. Doch, und das ist, deswegen ist das, denke ich, auch einer der späteren Lehrschätze, dass man nicht sofort nach China fliegt, mit allen Vorstellungen, die man hat vom Qigong und was man da lernt und erlebt, sondern schon mal ein bisschen durch Leute wie mich darauf vorbereitet wird. Das Wichtigste ist da Offenheit und am besten keine Vorstellung, was man da erlebt, sondern einfach sich in den Prozess hineinbegeben, dass das eine Übung ist, die was mit einem macht, diese Reise. Das ist wie eine ganz tiefe Reise in dich selbst hinein. Und du wirst mit dir selbst konfrontiert, aber auch auf positive Art. Es ist jetzt nicht nur alles Negative kommt zum Vorschein, sondern es ist eine intensive Erfahrung, auch eine Gruppenerfahrung. Man fährt dann nicht alleine hin, sondern immer als Gruppe und meistens auch als Gruppen, die sich noch nicht unbedingt super kennen. Das heißt auch so ein bisschen das Fremde ist halt auch dabei. Schon, obwohl du mit Deutschen fährst, sind die meistens fremd. Aber man kann da natürlich auch mit Freunden oder Familienangehörigen hinfahren. Das geht auch ohne Probleme. Nur man kann jetzt nicht einfach sagen, so, ich will jetzt morgen nach China zu Meister Dan und so, das läuft schon über mich. Das heißt, ich biete dann normal einmal im Jahr mindestens so eine Reise an. Und dann kann man mit mir zusammen dahin zu Großmeister Dan Gongzhong. Aber wie gesagt, Vorstellung besser zu Hause lassen und nicht so denken, dass man da den ganzen Tag im Qigong-Kloster. Oder er stellt dir am Anfang die Frage, wie stellst du dir eine Qigong-Reise vor nach China? Was für Orte siehst du vorm inneren Auge? Wie sieht für dich Meister Dan aus? Und was glaubst du, schön morgens im weißen Tai-Chi-Anzug ein bisschen sich fließend bewegen und von ihm ganz lockerweise korrigiert werden und dann läuft das Qi. Das findet nicht statt. Das geht auf ganz andere, tiefere Ebenen. Und von daher denke ich auch, das macht aus dieser Übung eine fortgeschrittene Übung, weil Anfänger oft damit nichts anfangen können. Ja, das heißt, da kommst du in Verbindung mit ganz tiefen energetischen Schichten in dir, die aber doch ganz wichtig sind für das, was du bist, für deinen Gesundheitszustand, für dein Energiemanagement, sage ich mal so. Also auch eine dringende Empfehlung. Im Moment können wir das ja sowieso nicht machen, Standpunkt September 2021. Aber ich denke, übernächstes Jahr sollte das wieder funktionieren, dass wir mal wieder nach China können. Und dann würde ich mich drüber freuen. Wenn du das Interesse hast, sei mit dabei. Und wenn du das Interesse hast, dann kannst du das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Aber du kannst dich auch einfach melden über qigongclub.de, einfach Kontakt aufnehmen und schon mal anmelden. Hallo, ich wäre vielleicht dabei. Dann können wir schon mal ein paar Leute sammeln für das nächste Mal. Egal, wann du es guckst, wenn du dieses Video in 5 Jahren guckst, kannst du trotzdem schreiben und sagen, hey, ich möchte auch mal vielleicht, ich habe die 5 Übungen schon gemacht. Voraussetzung würde ich schon sagen, sind die 5 Übungen des Wudang Qigong und einfach auch mal Verbindung mit mir oder mit Steffen zu machen, um einfach mal ein paar Informationen auszutauschen, ob das so das Richtige ist gerade, diese Art von Übung. Ja, also, dass wir da genug Erfahrung haben, dass du da nicht irgendwie eine zu schlechte Erfahrung machst. Gut, das waren also heute jetzt abgeschlossen mit der China-Reise als Qigong-Übung, die man auch mehrere Male machen kann, nicht nur einmal. Das war jetzt also das Vorstellen der 7 Lehrschätze nach Großmeister Dan Gongzhong. Somit schließe ich heute diese Serie ab und es waren, wie gesagt, für alle Schätze, wie du, wenn du die Serie geguckt hast, nur Einführungen. Das heißt, dass man sich erstmal einen Begriff davon machen kann, wie sieht sowas aus oder was ist das ungefähr, um einen Überblick zu bekommen, wie wir hier in dieser Schule Wudang Nei Dan Gong,
wie wir hier arbeiten, mit was für Mitteln wir arbeiten. Und aus meiner Sicht stehen aber die 5 Übungen des Hudang Qigong nicht nur an erster Stelle als erster Lehrschatz, sondern auch wirklich im Zentrum, im Mittelpunkt. Das ist also nicht einfach ein kleines Element von 7 Elementen, sondern das ist schon wirklich das große Fundament, auf dem alles aufbaut, sind die 5 Übungen des Hudang Qigong. Und alles andere kommt nach und nach dazu als ergänzendes Wissen und Wirkkraft von außen und von innen, um uns im Innern umzubauen, zu erneuern, uns weiterzuentwickeln, unsere Gesundheit zu stärken. Und das Ganze auch weiterzugeben. Das ist ja, merkt man, wenn du dir alle Videos angeguckt hast, dass es auch darum geht, nicht nur diesen Schatz für sich, mein Schatz, zu behalten, sondern dass man eine Offenheit in sich erzeugt. Gut, ich hoffe, dir hat dieser Lehrschatz gefallen, diese Reise durch alle Lehrschätze von Großmeister Dan Yongzhong. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder, wenn es weitergeht. Bis dann. Ciao.